Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play zu FIFA 21. Ja, die Musik ist, glaube ich, ein bisschen zu laut, werde ich gleich nochmal einstellen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Seid gut in die Woche gekommen am Montag, also heute. Ja, wir sind jetzt bei der Saisonvorbereitungsturnier. Werden wir auch dran teilnehmen. Wir spielen mit dem FC Ingolstadt in der dritten Liga. Ja, werden uns hochkämpfen. Nehmen wir natürlich den mittleren, weil da kriegen wir echt mehr Geld, wenn wir sehr weit kommen. Ja. Und man sieht auch schon, was sich geändert hat zu FIFA 20. Eine ganze Menge auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass man jetzt auch den Trainingstag machen kann, Wochenterminplan auch ändern. Einstellen. Das haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Haben wir noch die Entwicklungen. Kann man auch schön einstellen. Ja. Zum Beispiel ganz junge Spieler. Hier unser Torhüter Lukas Schnellenberg. Mal einen Entwicklungsplan machen. Ja. Ich weiß es gerade. Okay. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie ich das mache. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal aufs Gameplay. Wie gesagt, Saisonvorbereitungsturnier. Wir haben in der Gruppe Cham New Thais, BK Hecken und Klimarnock bei uns in der Gruppe. Schauen wir uns mal an den Posteingang. L.Kai. Uns ist bewusst, dass Trainerstab und Spieler eine lange und kräftige eine Saison hinter sich haben. Deswegen schätzen wir es umso mehr, dass sie die Rubin. Ihr könnt auch das Video kurz stoppen und euch das durchlesen. Okay. Das ist auch neu. Wir haben hat direkt zum Anfang Jugendakademie. Also Spieler, da sind einige sehr gute dabei, die ein großes Potenzial haben. So, der ist ja noch 15. Das finde ich ziemlich gut. Ja. Wie gesagt, ich werde gleich alles mit der Musik einstellen. Schauen wir uns mal die Ziele an. Verpflichtung mindestens 2 haben wir schon erledigt gerade. DFB-Pokalrunde der letzten 16 erreichen. Und Drittligameister werden. Also eigentlich so wie mit Braunschweig das Drittliga-Ziel. Perfekt eigentlich. Ja, 5 Spiele ohne Gegentor. In Heimspielen. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 20%. Kann man immer noch in der Saison machen. Ja. So, dann stellen wir mal kurz die Musiklautstärke ein, weil es ist schon ein bisschen laut. Ich merke das auch selber. Wir spielen erstmal wieder auf Profi, um da reinzukommen. Das ist jetzt hier auch neu. Man hat mehrere Trainingseinheiten. Nicht immer diese 5 Spieler wie bei FIFA 20. Ja. Haben wir nicht mehrere Auswahlmöglichkeiten. Und wir haben das erste Spiel gegen BK Hecken. Und danach gegen Klimarnock. Das sind die heutigen Spiele. Im Vorbereitungsturnier. Kapitän wahrscheinlich, ja.
Ja. Mannschaft. Ja. Ja. Wir haben keinen Rechtsverteidiger. Wir haben nur einen Rechtsverteidiger. Ja. Können wir so lassen. Den nehmen wir dafür dazu. Elva ist auch besser. Ja. Hm. Wir nehmen aber natürlich noch zwei Stürmer mit, falls sich einer im Spiel verletzt. Ja. So, Aufstellung natürlich noch. Wir spielen im 4-4-2. Und dann, wenn wir im Offensiven sind, können wir auch noch mal auf flach. Und dann bei Defensiv machen wir, denke ich mir mal, ein breiteres Vierverhalten. Ja. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mit dem ersten Spiel los. Vorbereitungsturnier. Bevor ich es noch vergesse, ich glaube, die Kommentatoren sind noch an. Ja. Machen wir komplett aus. Stadionabonnenten. Machen wir auf 5. Dann würde ich sagen, legen wir jetzt los mit dem ersten Spiel. Mit dem FC Ingolstadt. Man kann sogar simulieren. Schnellsimulation. Weil beim Simulieren kann man direkt ins Geschehen eingreifen. Wenn man will. Ja. Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Oh, das war ein bisschen falsch. Jetzt habe ich es angemaus. Man muss einfach am Ball bleiben. Okay, jetzt habe ich den verloren. Oh. Legen wir los. In Frankreich. European International Cup. Oh. Los geht's. Mal gucken, ob es auch wieder so eine schöne Saison wird. Samstag war es ja richtig spannend. Echt bis zum letzten Spieltag mussten wir zittern. Vor wirklich aufsteigen. Wollen in die Relegation müssen. Aber durch die Drittligameisterschaft wurden wir ja auch nicht entlassen. So abseits. Ja. Sind ja eigentlich mit dem FC Ingolstadt aufgestiegen. Aber wie gesagt, Ingolstadt spielt ja aktuell in der dritten Liga. Preisinger gerade fast mit einem Schuss. Oh, der holt ihn nicht sogar. Gauss. Krause. Oh. Verliert den Ball. Ja. Wir haben unser Trainerdebüt, das zeigen sie auch.
Das finde ich gut. Das hatten sie ja noch bei FIFA 12 gezeigt. Oh, schön gesehen. Rescher. Rescher! Das war das, die Netzstange. Es gibt Abstoß. Ich hätte auch eigentlich machen können, dass wir die Tabelle so machen, wie halt wie bei uns bei FIFA 20 so geendet ist. Hätten wir auch mit Braunschweig spielen können. Wir könnten auch ein Nebenprojekt machen. Zum Beispiel sowas mit Braunschweig halt in der zweiten Liga. Und dass wir dann Ingolstadt und so in die erste zweite Liga reinpacken. Müsst ihr mir halt in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich hoffe, das Stadion ist nicht so laut, ey. Da verlieren wir den Ball. Ja, wer kann sich noch an die über 30 Tore von Nick Poschwitz erinnern, ey? Das war echt unglaublich. Oh, das war, gibt Freistoß auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch gelb. Nix. Keine Verwarnung, okay. Ich hätte auf jeden Fall gelb gezeigt. Der Ball war ja weg. Oh, schön geschickt vom Beister. Wäscher. Wäscher. Knapp daneben. Fast das 1:0 für uns. Ja. Oh, aufpassen jetzt. Die drängen auf das 1:0, aber so wie wir eigentlich. Ich hatte mir das, wie gesagt, heute noch überlegt gehabt, mit wem wir anfangen. Mir war immer noch nicht klar, mit wem fange ich jetzt an. Es gibt so viele Mannschaften in der dritten Liga. Hatte sogar überlegt, mit den Bayern Amateuren. Aber jetzt am Ende habe ich mich halt für Ingolstadt entschieden. Machen wir nur 30 Minuten gespielt. Und das ist 1:0. Ich spreche es gerade an. Ja. Ahmed Yasin. Es gibt sehr viele Neuerungen, die werden wir, glaube ich, erstmal auch gar nicht mitbekommen, weil zum Beispiel mit dem Stadionsprecher, der sagt wirklich die ganze Aufstellung an. Gab es ja auch noch bei FIFA bis FIFA 13 oder 14. Wir können uns nicht durchsetzen. Kennen wir ja irgendwo ja, ne? Jetzt müssen wir aufpassen. Aber wir haben den sicher, den Ball.
Aber ich glaube, wenn wir jetzt mit Braunschweig angefangen hätten, dann hätten wir noch nicht mal die ganzen Kader von FIFA 20. Zum Beispiel Poré war ja ausgeliehen, Biancardi war ausgeliehen. Es waren so viele ausgeliehen. Ah, schade. Der war riskant. Ach Mann. Geht das schon wieder los wie bei FIFA 20? Mit diese Ballverluste. Oh oh. Oh, schon abgeblockt von Schröck. Also Nachkopfball, den hat unser Torhüter. Und was ich auch gut finde, die übertreiben jetzt nicht mehr mit der Nachspielzeit. Eine Minute gab es jetzt. Und das Halbzeit für Willing 1-0 hinten im ersten Spiel. Aber es kann sich ja immer noch ändern. Wir sollten noch nicht die Hoffnung aufgeben. Immer weiter kämpfen. Ja. Okay. Ach, ey, nee. Oh, Glück gehabt. Da hat man Glück gehabt. Was ist 2-0? Obwohl Ingolstadt es auch schon langsam verdient hätte. Nicht Ingolstadt, sondern unser Gegner. Heckner. Ja. Oh, schön geschickt vom Preisinger. Kröscher. Und das ist 1-1. Einser. Jawohl. Da machen wir endlich den Ausgleich. Dennis Eckert Einser. 1-1. Spiel ist wieder offen. Ja, aber ich werde doch. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt Spieler wirklich ziemlich hoch gewinnen, wirklich jedes Spiel so hoch gewinnen. Und es war abseits von Recher. Dann hätte ich mir überlegt, dass wir vielleicht auf noch eine Stufe höher gehen mit dem Schwierigkeitsgrad. Und Tekka hat jetzt ausgewechselt. Einmal, so wie es aussieht. No. Und wir können den Ball klären. Weißer. Krause. Ajenta. Preisinger. Ajenta. Ajenta. Und das ist 2-1, Preisinger. Unglaublich. Wir haben die Freiräume, die nutzen wir auch und dann machen wir es 2-1. So viel Platz, ey. Rico Preisinger mit dem 1-0. 2-1, Mann. Erstes Tor. Aber alle, die treffen zum ersten Mal.
Ajenta. Macht jetzt auch noch das 3 zu 1. Nein. Schade. Eckball. Gauss. Oh. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in Konter kassieren. End. So, herzlich willkommen zurück. Ich wurde mal kurz unterbrochen. Ja. Von meinem Mitbewohner. Es gab nämlich Essen. Deswegen. Essen tue ich dann nach der Aufnahme. Oh, Glück gehabt, ey. In der Situation. Was ist 2-2 kassiert? Pausen. Krause. Rächer. Immer noch Rächer. Oh. Wir können nichts draus machen. Keeper hat den Ball sicher. Schade. Ja, wir haben diese Freiräume und die können wir manchmal nutzen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben die gerade den Freiraum. Yasin. Danke. Gibt Freistoß für uns nach diesem Stürmerfoul. Und jetzt kommt Thomas Keller für Heinloth. Bisschen defensiver aufpassen. Der war ein bisschen zu steil. Jetzt wechseln sie, wir wechseln jetzt auch nochmal. Wir können ja 7-mal wechseln, glaube ich, war das. Wechseln wir 6-mal. Halbe Mannschaft weg. Darunter auch der Torschütze zum 1-1. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Und das Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Unglücklicherweise. Schandera. Kriegen wir den noch? Kaya, nein, natürlich nicht. Ich spreche gerade noch vom Freiräumen und dann kriegen die diese Freiräume und die haben den Ball sicher jetzt. Schröck. Kaya. Niskaven. Kaya. Schandera wird abgeblockt. Fünfmal haben wir gerade gewechselt. Davor hatten wir schon einmal gewechselt. Ja, noch unseren Torhüter. Und das ist 3-2. Ist doch echt unglaublich. Verlieren wir echt das erste Spiel. So wie mit Braunschweig. Es ist ja kein Pflichtspiel, aber trotzdem. In der Niederlage in so einem Vorbereitungsturnier zu starten, ist echt nicht gut. Oh, fast 4-2. Glück gehabt. Einfach nur nach vorne, Jungs. Ausgleich muss ja, aber nicht so diese Fehlpässe,
Die haben mich schon beim Braunschweig genervt. Jetzt gehen sie hier weiter, ey. Fast. Oh, der war zu. Jetzt können die sich natürlich Zeit lassen beim Abstoß. Karlsson. Natürlich bin jetzt auf Zeit. Und das ist der Schlusswurf. Wir verlieren das erste Spiel. Schade. Wir drehen einmal das Spiel und dann natürlich auch unser Gegner. Ja. Was soll man dazu sagen? Jetzt müssen wir natürlich gegen Klimanok. Wenn wir jetzt verlieren, dann sind wir raus. Das wollen wir natürlich verändern. Dann weiter geht's. Ich hätte ich einfach nicht auf offensiv lassen sollen, wo wir 2-1 geführt haben. Ayensa. Immer noch Ayensa. Ayensa! Fast das 1-0. Nicht wundern, ich esse gerade ein bisschen. Eckball mit Gauss. Und der Ball wird geklärt. Oh, wir verlieren schon wieder den Ball. Ach ja. Boke. Boke. Oh, setzt sich schon durch und Buntic mit dieser Parade. Ich glaube, ich bin hier in England gerade, weil der Kommentator war gerade Englisch, also nicht der Kommentator, sondern der Stadionsprecher. Das ist ja der European International Cup. Elva 1-0. Jawohl. Das sieht doch mal gut aus. No. Hört sich so an wie Elva, also 11 Meter. Aber heißt er Elva. Ja. Damit haben wir einen Einwurf. Mit Elva. Brücker. Reisinger. Und wir machen so einen Fehlpass schon wieder. Krause holt ihn sich.
Jensa wird gelegt und es gibt Freistoß für uns. Sehr gefährliche Position. Ah, der war zu schwach. Ja. Jens hat ihn. Und er macht diesen Fehlpass im Strafraum. Deswegen kein Problem für die Abwehr. Jetzt muss man aufpassen. Kabamba am Strafraum. Kabamba. Schreck klärt den Ball per Kopf. Ayenza. Und jetzt haben wir Röscher. Röscher läuft ganz allein aufs Tor zu. Abwehrspieler sind da, er schießt und da ist es 2-0. Führung ausgebaut. Jawohl. Das sieht doch mal gut aus. Ausscheiden heute nicht. Thorsten Röscher. Ja. Mal dicker. Waters. Mulumbu. Kitke. Ah, den hat unser Teuter sicher abgefangen. Nicht in die Hand genommen, aber warum auch. Jetzt kommen wir mit Ayenza. Elva. Und da war Röscher wieder zum Zeitmal. 3-0. 28. Spielminute. Das 3-0, das muss ja auch die Entscheidung sein jetzt. Hat er auch gerade eben das 2-0 erzählt, jetzt macht das 3-0. Jetzt können wir auf ausgeglichen gehen. 3-0 ist schöne Führung auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mal, ob wir in der ersten Runde direkt ran müssen. Oder erst in der zweiten. Das wird die Auslosung zeigen. Aber anscheinend wird es hier bei FIFA 21 der DFB-Pokal dabei. Nicht so wie bei FIFA 20, wo wir echt nicht dran teilgenommen haben. Buntic. Weil er gar nicht mal da war, ey. Auch echt komisch gewesen. Ich jetzt die Chance. Krause. Beister. Beister. Oh. Der Keeper von Killingmore klärt den Ball, operiert ihn, aber hält ihn nicht fest. Ach, egal. Aber warum gehen zwei Leute von uns auf einen Spieler? Außennetz. Glück gehabt. Oh. Oh, Glück gehabt, ey.
Scamamba nichts machen konnte. In der Situation. Mal Pausen. Schreck. Reisinger. Kretscher. Ajenza. Ajenza und Lille. Mit der Parade. Eckball mit Krause. Milne klärt zur erneuten Ecke. Ja. Jetzt müssen wir aufpassen. Schreck holt ihn sich und klärt den Ball erstmal nach vorne. Zwei Minuten sind abgelaufen, die Nachspielzeit. Und das ist jetzt auch der Halbzeitpfiff. Wir führen 3:0. Was will man mehr? Zwei Schüsse, zwei Tore von Röscher. Läuft bei ihm. Und bei Hecken steht es 0:0. Damit werden wir aktuell Tabellenzweiter vor unserem aktuellen Gegner. Weil Ecker halt 4 Punkte hat und wir hätten 3 Punkte. Wir hätten plus 2 und unser Gegner hat jetzt minus 2. Deswegen sind wir vor den Ohr. Schöner Pass. Und es war abseits. Ich hatte so ein Gefühl schon gehabt. Warum sieht er jetzt gelb eigentlich? Dafür? Okay. Ja. Habe ich mal sicherheitshalber rausgenommen, bevor noch gelb rot sieht. Sicher ist sicher, ne? Oh, was für ein Tor. Was für ein Tor, ey. Ja, und das sag ihm vor oder was, Schiri? Ein Schreck, der hat den Ball nach vorne. Elva. Ajenza. Kretscher. Gauss. Der Ball wird ins Seitenhaus geklärt. Wir haben den Einwurf. Mit 6 sind sie nochmal. Ich glaube doppelt. Ja. Wir werden gleich auch nochmal wechseln. Oh, Krause kann sich nicht durchsetzen. Darf doch wohl nicht wahr, Steiner. Wechseln wir mal jetzt. 5-mal wechseln, Entschuldigung, nicht 6-mal. Torwart wechseln wir noch nicht aus. Ach du Scheiße, was mache ich denn noch? Ja, ihn. Also 5-mal wechseln wir jetzt. Wir haben noch den Ersatzhalter. Könnten wir vielleicht auch noch bringen. Jetzt haben wir erstmal die Chance. Elva.
Krause. Da ist er. Rechter Pfosten. Und der Torhüter war sogar noch dran, glaube ich. Jetzt haben wir erstmal einen Einwurf. Wie gesagt. Vier Wechsel. Oder fünf. Fünf. Kutschke verliert aber den Ball. Mulumbu. Power. Ach, Phil Taylor macht mit, ja. Ich dachte, er ist eine Legende im Darten, aber nicht beim Fußball. Ja. Vielleicht jetzt die Chance. Keller. Kaya. Ja, Niskan im Stand im Abseits. Ja, 3-1 für immer. Wenn jetzt aktuell wieder Tabellenzweiter im European International Cup. Damit werden wir im Halbfinale. Ja. Stendera. Kutschke. Macht dem Fehlpass. Unnötig sowas. Pausen. Stendera. Oh. Wie ich diese Fehlpässe liebe, ey. Die sind manchmal echt so unnötig. Und das ist 4-1, Kaya. 78. Spielminute. Kam ja gerade bei den 5 Wechseln. Fatih Kaya. Sieg. Da hört man den Ingolstädter Fans. Die sehen schon den Sieg für uns. Aber ist ja klar, 4-1. Kaya holt ihn sich. Hat er gerade eben das Tor gemacht. Wird gelegt. Gibt aber keinen Freistoß. Okay. Naja. Wenn der Schiedsrichter das entscheidet, dann ist es halt so. Kaya. Immer noch Kaya. Stendera probiert es einfach mal. Warum nicht? Einfach mal aus der Distanz probieren. Geht knapp am Tor vorbei. Machen wir jetzt mal den Torwartwechsel. Spiel ist ja sowieso entschieden für uns. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt. Jetzt erstmal die Chance und das ist 5-1. Kaya trifft zum zweiten Mal, weil er ein bisschen angeschlagen ist, aber trotzdem. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt auf jeden Fall. FIFA 21. Hatte ich ja gestern im Livestream angekündigt. Deswegen. Ah, Ende Rutsch. Ja, eigentlich schon Nummer 1. Also Trikot Nummer 1. Schon gesehen von Niskan. Rutschke.
Kaya 5-6-1. Trifft zum dritten Mal heute. Da ist die Freude groß. Weil wenn wir nicht weiterkommen, dann weiß ich auch nicht, ey. Bei diesem Spielstand. War auf jeden Fall die Entscheidung. Ja. No. 6-1, ey, das ist überragend. Oh, kommt jetzt sogar noch das 7-1, Kaya, ja. 7-1. Kaya trifft zum vierten Mal heute. Das war echt unglaublich. Ja, 7-1. Also wenn wir nicht damit weiterkommen, dann weiß ich auch nicht. Von 9 Tore erzielt, 4 Gegentore kassiert bisher. Was will man mehr? Und das ist der Schlüssel. Wir gewinnen 7-1. Und da Kaya, der Mann des Spiels. Mit seinen 4 Toren in 4 Versuchen. Ja. Kreuzer traf zweimal. Hecken gewinnt 1-0. Entschuldigung. Ja, damit sind wir aktuell Tabellenführer. Wir müssen jetzt am letzten Spieltag gegen Cham Neo Thais. Ja. So, das war's dann aber auch mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst das Abo nicht, falls ihr es noch nicht getan habt. Und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge zu Let's Play FIFA 21, dem Karrieremodus. Schönen Abend euch noch und ciao.